Scheiße! Nein! Ich hab's euch doch gesagt, das ist so schwer. Oh mein Gott. Hey Horrorfreaks und herzlich willkommen in dem Spiel Don't Scream. Genau, in dem Spiel, wenn... Wir sind schon längst in dem Spiel und noch kann ich reden und noch kann ich laut reden, aber ich erkläre euch jetzt mal kurz das Prinzip. Zur Information, dies ist ein Found-Footage-Spiel, das heißt, es sieht komplett aus wie im Film. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine unglaublich krasse Grafik gesehen. Dann kommt dazu, dass wir nicht schreien dürfen. Sobald wir schreien, verlieren wir und wir müssen das ganze Spiel von vorne anfangen. Ich demonstriere euch das einmal. Da ist alles okay. Aber wenn ich jetzt so rede, dann haben wir verloren. Oder ich schreie mal kurz. Dann haben wir verloren. Ich werde nicht sprechen. Ich werde gar nichts machen. Ich schwöre es euch. Ich werde das auf 2% schalten. Und mein Mikro ein bisschen weiter weg machen. Ich werde jetzt keinen einzigen Mucks mehr nennen, okay? Let's go! Psst. Boah, das sieht wirklich geisteskrank aus. Oh mein Gott. Das sieht heftig aus. Was ist das hier? Das sieht nach einem Unfall aus. Okay, ganz kurz. Es ist richtig schwer, nicht zu sprechen. Ich schwör's, normalerweise labere ich in einem Spiel euch immer tot. Es ist wirklich komplett schwer. Aber wir spielen jetzt weiter und ich sehe, unten ist eine Zeit eingeblendet. Das heißt, wir, glaube ich, müssen 17 Minuten versuchen, nicht zu schreien und müssen die Fresse halten. Das ist ein Flugzeug.
Scheiße! Nein! Ich hab's euch doch gesagt, das ist so schwer. Oh mein Gott. Oh nein, ich hab geschrien und muss jetzt von vorne anfangen. Oh fuck. Ich hab's euch gesagt, es ist für mich sehr schwer, aber ich hab 15. Also ohne Scheiß. Wir sind bis 15:35 gekommen, also knapp so. Ja, schon fast 3 Minuten haben wir es geschafft, aber. Natürlich versuchen wir es nochmal. Ganz leise sein, okay. Psst. Ich habe richtig Angst. Gleich kommt noch mal der Jumpscare. Jetzt müssen wir uns umdrehen und dann steht da wieder irgendwer. Ganz kurz, genau jetzt hat mich gerade einer angerufen. Aber es ist nichts passiert. Okay, wir machen weiter. Richtig funny, jedes Mal, oder was ist jedes Mal, aber dann spiele ich schon ein Spiel, wo ich die Fresse halten muss. Und jedes Mal werde ich jetzt gerade angerufen, dann ruft mich einer, Alter, was wollt ihr? Project.
ist, glaube ich, eine Taschenlampe. Irgendwas leuchtet da. Es ist weg. Ich muss mich jetzt gerade so zusammenreißen, nicht zu schreien. Ich war jetzt insgesamt fast dreimal in kurzer Zeit so kurz davor. Aber wir ziehen jetzt weiter durch. Es wird immer schlimmer. Da hinten leuchtet wieder was.
Scheiße! Fuck! Ich hab, glaube ich, zu laut gemacht. Oh Mann, das hat mich richtig jetzt überrascht. Oh fuck. Meine Lieben, ich gebe an der Stelle auf, weil das Ding ist halt, ich bin einfach eine Schissbuchse und ihr müsst einfach die ganze Zeit, während ich da am Spielen bin und versuche ruhig zu sein, meine Facecam achten. Ich versuche mir wirklich schon die Hand vom Mund zuzuhalten, aber es klappt einfach nicht. Er schreit mich trotzdem und schreit dann oder macht einen Mucks oder so. Es ist wirklich sehr, sehr schwer. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Diejenigen, die das vielleicht packen und diese 18 Minuten komplett durchspielen, ohne einen Mucks zu machen, ganz ehrlich, ihr kriegt von mir wirklich ein Pumpkin Spice Latte lebenslang aufs Haus. Also ohne Mist, das ist wirklich schwierig. Wenn ihr dieses Spiel selber versuchen wollt zu spielen, ohne euch zu erschrecken und ohne zu schreien, klickt unten in die Videobeschreibung, da seht ihr dieses Spiel, das habe ich natürlich wie immer verlinkt. Und in dem Sinne, seht ihr mich morgen, ich euch nicht, aber ich sehe euch sowieso nie, aber ihr seht mich morgen beim Halloween Horror Special um 10 Uhr. Die Premiere ist jetzt schon draußen, das heißt, aktiviert die Erinnerung, um das Halloween Horror Special Punkt 10 Uhr nicht zu verpassen. Und in dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen Video hier bei Demented Horror.